Sie alle kennen grafische Aufteilungen von Funktionen. Üblicherweise sind die Achsen, x- und y-Achse, linear skaliert. Wenn wir zwei geraden Gleichungen, y gleich 2x, y gleich minus 0,5x plus 1. Gerade in der Wissenschaft ist es auch üblich, logarithmisch aufzutragen. Sie können damit Funktionen gerade biegen und sehr leicht als solche identifizieren. In dieser Auftragung ist die x-Achse logarithmisch, die y-Achse linear. Was heißt Logarithmus? Hier haben wir die Exponentialfunktion y gleich a hoch x. Wir können diese Gleichung nach a auflösen, dann müssen wir die x-te Wurzel ziehen. Wir können diese Gleichung aber auch nach x auflösen, dann müssen wir logarithmieren. Der Logarithmus ist die Umkehrfunktion der Exponentialfunktion. Wir ermitteln damit den Exponenten x. Der Logarithmus von a hoch x zu Basis a ist gleich x. Die Menge von a ist eingeschränkt. Wir dürfen nur positive Zahlen einsetzen, mit Ausnahme der 1. Hier sehen Sie die Exponentialfunktion y gleich 2x. Die Umkehrfunktion, die Logarithmusfunktion, ergibt sich durch Spiegelung des Graphen an der ersten Winkel halbierende y gleich Logarithmus zu Basis 2 von x. Jede Exponentialfunktion geht durch den Punkt 0, 1, also geht jede Logarithmusfunktion durch den Punkt 1, 0. Logarithmus von 1 zu jeder beliebigen Basis ist gleich 0. Ist die Basis größer als 1, erhalten wir monoton steigende Funktionen, wie hier die rote oder grüne Kurve. Liegt die Basis zwischen 0 und 1, haben wir monoton fallende Kurven, so wie hier die blaue Funktion. Das Produkt zweier Potenzen ist gleich, wenn Sie zwei Potenzen multiplizieren, müssen Sie die Exponenten addieren. Wenn Sie zwei Potenzen dividieren, müssen Sie die Exponenten subtrahieren. Und wenn Sie eine Potenz potenzieren, müssen Sie nach der Biergastenregel die Exponenten multiplizieren. Entsprechend gelten folgende Logarithmenregeln. Der Logarithmus des Produktes a mal b ist gleich der Logarithmus von a plus dem Logarithmus von b. Der Logarithmus des Quotienten a durch b ist gleich Logarithmus von a minus log b. Und der Logarithmus a hoch nü ist gleich nü mal Logarithmus a. Man kann einen Exponenten hinter dem Logarithmuszeichen vor den Logarithmus ziehen. Wir wollen die Logarithmengesetze an einem Beispiel beweisen. X hoch u mal x hoch v ist x hoch u plus v. Wir ziehen rechts und links den Logarithmus zur Basis x. Auf der rechten Seite der Gleichung haben wir Umkehrfunktion und Funktion hintereinander, erhalten also u plus v. Für x hoch u schreiben wir kurz a, für x hoch v schreiben wir kurz b. Logarithmus von a ist dann u, Logarithmus von b ist dann v. Wir ersetzen u plus v durch log a plus log b. Auf der linken Seite substituieren wir log a mal b und erhalten im Endeffekt log a mal b gleich log a plus log b. Wir wollen ohne Taschenrechner den Logarithmus von 3 Wurzel 2 zur Basis 18 ermitteln. Der Logarithmus zur Basis 18 ist die Umkehrfunktion der Exponentialfunktion 18 hoch x. 18 hoch welche Zahl gibt 3 Wurzel 2? Wir formen 3 Wurzel 2 um. 3 können wir als Wurzel 9 formulieren. Wurzel 9 mal Wurzel 2 ist Wurzel 18 und Wurzel 18 ist 18 hoch 1/2. Damit haben wir Funktion und Umkehrfunktion hintereinander. Die Lösung ist 1/2. Wir müssen 18 hoch 1/2 nehmen, um 3 Wurzel 2 herauszubekommen. Logarithmus a² minus b² durch c² zu Basis a. Nach den Logarithmenregeln ziehen wir das Argument auseinander. Aus einem Quotienten wird eine Differenz. Wir spalten a² minus b² nach der dritten binomischen Formel auf und ziehen im zweiten Summanden den Exponenten 2 vor den Logarithmus. Logarithmus a minus b mal a plus b minus 2 log c. Wir verwandeln das Produkt der beiden Klammern in eine Summe. Logarithmus a minus b plus Logarithmus a plus b minus 2 log c ist das Endergebnis.